Der Oldtimer ist wieder unterwegs. Sechs Frauen aus dem Südwesten freuen sich darauf, in den nächsten Wochen für und gegeneinander zu kochen. Ja. Wer wird am Ende wohl den Lecker-aufs-Land-Koch-Wettbewerb gewinnen? Bei Kerstin Hellenthal auf der Schwäbischen Alb dreht sich alles um Ziegen. Das sind seit Jahren ihre Lieblingstiere. Silke Fuchsen aus dem Saargau ist die Jüngste in der Runde. 80 Milchkühe und ihre Käseküche halten sie täglich auf Trab. Isabella Stewart hat einen Hof in der Pfalz. Außer Masthähnchen und Legehennen hält sie Galloway-Rinder, Schafe und Pferde. Ein Weingut im Hegau. Hier ist Beate Vollmeier zu Hause. Die 66.000 Rebstöcke sind ihre wichtigsten Mitarbeiter. Ursula Basler ist Brennmeisterin und lebt im Nordschwarzwald. Für die Landfrauen serviert sie ein Menü, das sich rund um ihre Edelbrände dreht. Auf einen schönen gemeinsamen Sommer. Die kulinarische Sommerreise startet in Schwäbisch Hall. Fünf der sechs Landfrauen machen sich auf in den Schwäbischen Wald zu Anja Frei, der ersten Gastgeberin. Am Steuer Busfahrer Andreas. Sicherlich ist es eine große Herausforderung, die Erste zu sein. Und von daher ist es auch sehr mutig. Also die Anja, ich kann mir vorstellen, die ist zutiefst beschäftigt mit ihrem Küchenherd, mit ihren Töpfen, mit den vielerlei Dingen, die sie wahrscheinlich jetzt gerade bewerkstelligen muss. Ich hoffe, dass sie ein gutes Gefühl hat, weil die Landfrauen passen halt alle zusammen irgendwie. Vor allem natürlich auch gespannt auf ihren Hof, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, wir freuen uns alle, würde ich sagen. Prima. Und wie geht's der Gastgeberin? Also ich bin total nervös. Ich erwarte mir eigentlich ein ganz schönes, geselliges Beisammensein und einen guten Austausch und einfach wieder andere Menschen kennenzulernen. Da freue ich mich besonders. Anja lebt in Oberroth, mitten im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Ihr Völkleswaldhof ist ein reiner Bio-Milchviehbetrieb. Die Arbeit beginnt früh. Auch der 8-jährige Finn ist schon wach. 50 Kühe melkt Anja zweimal am Tag. Ich bin sehr, sehr gern bei meinen Kühen. Also das ist eine Arbeit, die ich sehr gern tue, die mich sehr erfüllt. Wenn ich morgens und abends zwischen den Kühen stehe, dann spüre ich ihre Wärme, dann spüre ich ihre Geduld mit mir auch und ihre Würde. Alles, es ist einfach schön. Anja hat 3 Kinder. Ihre 2 Jüngsten sind bei der Hofarbeit immer dabei. Die Landfrau ist sich mit Ehemann Pius einig. Auch wenn so manches länger dauert, die Familie ist viel zusammen, das zählt. Ganz wichtig ist für die Kinder, um diesen Alltag eben auch mitzugehen mit ihren Eltern, dass sie merken, die Eltern, der Pius und ich, wir fühlen uns gut, wir sind glücklich dabei. Und dann sind sie auch happy und machen das auch mit. Ganz bewusst wollen die Freis Rohmilch verkaufen. Doch das geht nur mit strengsten Hygieneauflagen und Kontrollen. Der Völkleswaldhof gehört zu den ganz wenigen Betrieben im Südwesten, die Milch so anbieten. Auf dem Hof betreibt Anja eine kleine Molkerei mit Lieferservice. Mit ihrer großen Tochter Lena füllt sie die Milch, gefiltert, gekühlt und ohne zuvor erhitzt worden zu sein, in Flaschen ab. Diese Milch heißt dann Vorzugsmilch. Und die ist natürlich auch Teil des Menüs. Wir brauchen noch für das Rinderfilet und für die Milchsoße die 2 Flaschen. Und die nehmen wir jetzt mit rüber noch. Gell? Für Anja ist klar, sie lebt in einem Paradies. Ich liebe die Hügel um diesen Hof herum. Ich liebe diese abwechslungsreiche Landschaft. Es ist ein bisschen wie im Schwarzwald, aber es ist nicht der Schwarzwald. Es ist ein bisschen wie im Allgäu, aber es ist auch nicht das Allgäu, es ist der Schwäbische Wald und es ist schön. Ist die Arbeit auf dem Melkstand fertig, winkt eine erste Pause. Das gemeinsame Frühstück ist bei den Freis ein Ritual. Anja verköstigt eine große Runde. Neben Tochter Lena sitzen die Auszubildenden und Praktikanten. Um die Arbeit auf dem Hof zu meistern, planen Anja und Pius morgens den Tag. Wir beide, der Pius und ich, können uns sehr gut ersetzen. Mal bringt er die Kinder ins Bett, mal ich, mal kocht er, mal ich. Und so ist es dann im Betrieb eben auch.
Also ich bin vielleicht eher für den mechanisch-technischen Bereich zuständig, aber das mit den Kindern mache ich eigentlich auch sehr gern. Hm? Und ja, und ich fahre auch gern und ich mähe auch gerne. Ja, genau. Aber, und mägen tun wir gerne zusammen. Aber Buchführung mache ich weniger gern. Der Völkles Waldhof ist 150 Jahre alt. Heute ist er ein Pachtbetrieb. Vor 16 Jahren ist Anja zu Pius auf den Hof gezogen. Eigentlich ist die Landfrau ja ein Stadtkind. Als Schülerin in einem Landwirtschaftspraktikum hat es Klick gemacht. Wenn ich morgens aufgestanden bin und rausgegangen bin, ganz früh morgens, habe ich gemerkt, dass ich so glücklich war über diese Stimmung, über die Tiere, die, zu denen ich jetzt gehe, die ich schon gehört habe, die Vögel, die gezwitschert haben, die Luft, einfach diese Luft. Und dann dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, da habe ich gemerkt, das ist genau das Richtige. Und heute lernt Anja selbst Praktikanten an. Wenn die Kühe vom Melken wieder in die Liegebuchten sich legen wollen, muss die Liegebucht einwandfrei sauber sein. Also, dann lege ich mal los. Ich zeige euch das jetzt mal. Okay, und du machst das mal durch und ich zeige dir das mit dem Einstreuen. Und das ist halt eine wirklich wichtige Aufgabe, weil wenn die sich da in den Dreck legen, können die relativ schnell eine Euterentzündung kriegen. Gleich nach ihrer Ausbildung war der Landfrau klar, ich möchte jungen Leuten das Bauersein schmackhaft machen. Wenn Schüler kommen und die das ist ganz zaghaft und dann freuen sie sich und dann was sie für eine Entwicklung durchmachen, das ist total schön. Anjas Traum ist in Erfüllung gegangen. Heute gibt sie als Landwirtschaftsmeisterin ihr Wissen weiter. Eine echte Herzensangelegenheit. Morgen kommen die fünf anderen Landfrauen zum Wettbewerbsdinner. Die Kartoffeln für ihre Käserösti besorgt sie im Nachbarort, auf dem Hof von Freundin Bianca. Hallo Anja! Ich wollte die Kartoffeln holen für das Menü. Noch ein bisschen mehr. Bestimmt mal das weg. So. Schön. Stimmt so. Dankeschön. Okay. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen. Ja, danke schön. Ich berichte dir. Ja, ja. So, jetzt habe ich die Kartoffeln. Mein Menü für die Landfrauen wird sein Minikisch auf bunten Salat, Rinderfilet in Milchsoße mit Käserösti und Bohnen. Und zum Nachtisch gibt es Pfitzauf mit Quittencreme nach einem Rezept aus der Region. Am Vortag kümmert sich Anja schon um das Rinderfilet vom eigenen Hof. Sie mariniert es mit Öl, Zitronenthymian und Ananassalbei. Also der Ananassalbei ist ein bisschen fruchtiger. Ja, ansonsten ist da nicht viel anders. Halt schön fruchtig. Das Filet mariniert sie über Nacht. Morgen legt es Anja in eine Kräutermilchsoße. Fürs Dessert plündert sie ihre Quittenvorräte. Ja, das ist jetzt unser Quittensaft von unseren alten Quittenbäumen. Den fülle ich jetzt hier zur Gelatine dazu. Gut. So, jetzt fülle ich das in die Pralinenformen. Ja, das wären ganz leckere Quittenpralinen mit Gartenfrüchten. Während die Pralinen gelieren, geht's mit Ida, der kleinen Tochter, auf die Weide. Nachschauen, was Sarah macht. Eine von Anjas ältesten Milchkühen ist trächtig. Jetzt ist das Kälbchen auf die Welt gekommen. Heute Morgen dachte ich noch, oh, lass mal sie lieber drin. Dann war sie schon sehr nervös, aber die wollte unbedingt raus. Und es ist auch eigentlich auch richtig, dass sie das hier draußen bekommt. Ich freue mich über jedes Kalb, was hier bei uns geboren wird. Und ganz viele kommen ja auch ganz natürlich auf die Welt. Manchmal muss man ein bisschen helfen, aber es ist ein ganz besonderer Moment. Wir
haben eine sehr besondere Form der Kälberaufzucht hier auf dem Betrieb seit sehr vielen Jahren. Wir haben begonnen, eben die Kälber bei ihren Müttern zu lassen. Also sie werden geboren, dann bleiben sie erst mal ein paar Tage zusammen und dann werden beide in die Herde entlassen. Und das Kalb bleibt bei der Mutter und die Kuh wird morgens und abends trotzdem von uns gemolken. Wir teilen uns sozusagen die Milch. Das Kalb kann so viel trinken, wie es möchte. Und wir kriegen den Rest. Und da bleibt schon einiges übrig. Wir sind zufrieden damit. Mmh. Oh, das riecht ja echt lecker. Für die Mitstreiterinnen, die morgen auf den Hof kommen, hat sich Anja zwei kulinarische Geschenke überlegt. Aus Milch, natürlich der eigenen. Den Milchlikör hat sie vor 3 Wochen angesetzt. Also ist halb Milch, halb Branntwein. Und dann kommen noch einige Zitronen reingeschnitten und eine Vanilleschote. Und gerade hat Anja noch ordentlich Zucker dazugegeben. Nach dem Abseihen ist es Zeit für eine erste Verkostung. Mhm. Das Likörchen scheint zu schmecken. Jetzt muss es abgefüllt werden. Stopp. Das war wohl ein Schwung zu viel. Nesthäkchen Ida nimmt die Sache in die Hand. Und schon ist der erste Teil des Gastgeschenks geschafft. Nun zu Teil 2. Milchkaramellen, selbstgemacht. Lena übernimmt die Regie. Jetzt kommt der Zucker und der Honig dazu und den lässt man dann karamellisieren. Den Frauen Karamellen zu schenken war Lenas Idee. Zucker und Honig verrührt sie mit der hofeigenen Milch und etwas Butter. Okay, und 2 Esslöffel. Dann ist Geduld gefragt. Lena rührt und rührt, bis aus der Flüssigkeit zähes Karamell wird. Schnell in die Förmchen damit, ehe die Masse erstarrt. Lenas Kochtalent kommt nicht von ungefähr. Meine Mama ist eine sehr gute Köchin und man lernt dann schon total viel beim Helfen oder so. Ja. Auf geht's! Hamet! Prima. Während die Karamellen hart werden, ist Zeit, die Tiere zu versorgen. Zusammen mit Pius und Ida treibt Anja die Herde für die Nacht zurück in den Stall. Nur die frischgebackene Mama darf mit ihrem Kälbchen auf der Weide bleiben. Das tut ihnen gut. Die hat auch nur geguckt so ein bisschen. Hm? Muss ich jetzt wirklich mit? Und dann war klar, nee, sie muss nicht. Sie bleibt jetzt auch gerne da, sonst wäre sie schon längst angerannt gekommen. Von der Weide geht es noch einmal in die Küche. Die aus der Form gelösten Milchkaramellen überzieht Lena mit Zart-Bitter-Schokolade. Schön, jetzt sind wir fertig. Mhm. Der Abend, bevor die Landfrauen kommen, gehört der Familie. Pius hat ein Lagerfeuer angezündet. Ich glaube, das Wichtigste an dem Kochtag wird sein, dass ich eine ganz ruhige Kochhilfe neben mir habe, die mich hin und wieder mal in den Arm zwickt und sagt, jetzt ist alles gut, es wird schon. Anjas großer Tag bricht an. In ein paar Stunden wird sie die anderen Frauen kennenlernen. Letzte Menüzutaten bekommt die Köchin frisch geliefert. Ja, guck, ich bringe euch euer Gemüse. Schön. Gemüse und Käse stammen vom Bauernladen aus dem Nachbarort. Lauch, Frühlingszwiebeln. Ja, genau. Knoblauch. Und Ackersalat. Okay. Vielen Dank, Gabi. Ich wünsche dir ganz gutes Gelingen. Ja. Ein bisschen Glück dabei und alles klappt. Tschüss. Bis nächste Tschüss, Woche. Tschüss, Ida. Ja, genau. Bis der erste Gang auf den Tisch kommt, ist noch Zeit. Anjas Gäste sind währenddessen mit dem Lecker aufs Landbus unterwegs durch den Schwäbischen Wald. Die Stimmung ist bestens und auf die fehlende Köchin wird gleich mal angestoßen. Anjas Heimat hat es den Frauen angetan. Also man könnte sagen, es ist phänomenal. Wenn ich so über die Fläche schaue, die Apfelblüte, die ist jetzt richtig in vollem Gange.
wäre eine Gegend, wo ich jetzt so durchradeln möchte. Durch das satte Grün, die Mischwälder und die schönen Grünwiesen. Ich freue mich riesig auf die Anja und den Hof, weil ich so ein bisschen ein Entdeckergeist bin. Ich bin in meinem ganzen Leben immer irgendwo in anderen Ländern gewesen. Und da freue ich mich riesig drauf. Bis zur Ankunft der Frauen auf dem Völkleswaldhof ist noch einiges zu machen. Punkt 1 auf der To-Do-Liste, der Begrüßungsdrink. Für die Frauen soll es einen Sekt mit Quittensirup und Minze geben. Die Minze wächst im Kräuterbeet. Den Sirup hat Anja schon letztes Jahr eingekocht. Punkt 2, der alte Küchenofen muss angefeuert werden. Anja weiß, auf den ist Verlass. Ideal, wenn man seine Kochkunst unter Beweis stellen will. Das ist eine ganz große Kochfläche und wird alles gleichmäßig beheizt. Und es ist schon sehr gut zum Kochen. Man kann viele Töpfe hinstellen. Die unter Kontrolle zu halten, ist auch Freundin Nicoles Aufgabe. Gemeinsam gehen die beiden Frauen ins Rennen. Auch Anjas Sohn Finn schwärmt aus, um zu helfen. Ziel, das Hühnerhaus. Hi. Ich bin so aufgeregt. Ja, das kriegen wir hin. Keine Frage. Beim Eierklau läuft es auf jeden Fall prächtig. Die Hühner waren fleißig und die letzten Dinnerzutaten sind damit beisammen. Nachwuchsbauer Finn liefert pünktlich an die Küche. Hallo Finn. Super. Dankeschön. Und jetzt geht's los. 5 Eigelb braucht Anja für ihren Schokoladenbiskuit. Der ist ein Teil des Nachtischs. Küchenfee Nicole schlägt das Eiweiß zu festem Eischnee. Der wird zusammen mit gemahlenen Haselnüssen und Zucker unter die Eigelb-Schokomasse gehoben. Der Teig soll extra schokoladig werden. Dafür sorgen grobe Stücke Zartbitterschokolade. Die Masse bäckt Anja im Glas. Auf den dünnen Boden kommt später eine frische Quittencreme. Okay, dann ab damit in den Ofen. Okay. Na, das lief für den Anfang doch schon ganz rund. Meine Küchenfee Nicole ist eine gute Freundin. Also wir haben noch nie zusammen gekocht miteinander. Aber sie ist sehr flexibel und sie kocht auch sehr gerne, habe ich mitgekriegt, daheim für ihre Kinder. Und ich denke, das passt gut. Landfrauen on Tour. Hoffentlich hält das Wetter. Beate wendet ein altes Hausrezept an. Liebe, liebe Sonne, komm, zeig deine Wunde und schieb die Wolken weg, 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 weg. Sag's aber. Na, wer so schön bittet. Noch ein paar Mal singen und auch die letzten Wolken werden verschwunden sein. In der Küche geht es weiter mit der Quittencreme. Nicole löst dafür Gelatine auf. Anja mixt Joghurt mit Zucker und Quittenmus. Das ist Quittenmus. Rund um den Hof stehen einige alte Quittenbäume. Auch das Mus hat Anja nach der letzten Ernte selbst eingekocht. Ein wenig Quittengelee, ne? Das ist auch richtig schön nach Quitte schmeckt. Plus Schale und Saft einer Zitrone. Und es kommt auch noch ein Schluck Quittenlikör dazu. Und zuletzt Sahne und das Innere einer Vanilleschote. Ja, haben wir sonst alles? Sonst habe ich alles, was da stand, ist drin. Dann ist ja alles gut. Ich probiere nur einmal. Und? Perfekt. Mit sicherer Hand füllt Nicole die Masse auf den Schokobiskuitboden. Im Kühlschrank kann das Dessert dann schön fest werden. Zurück zur Reisegruppe Lecker aufs Land. Wie geht's euch eigentlich dahinter? Die 5 genießen ihre erste gemeinsame Tour mit Überraschungsgarantie. Besseres gibt's ja gar nicht, oder? Im Bus steigt allmählich die Spannung. Wo landen wir und was kommt auf den Tisch? Also Hunger, das, hätte man doch immer als Landfrau, oder? Appetit hätte ich heute auf... Gute Frage. Ich bin eigentlich alles Esser. Ich habe Lust auf frisches Gemüse. Auf richtig frisches Gemüse. Vielleicht wird es Spargel sein. Spargelzeit. Und vielleicht gibt es da natürlich auch ein kleines Stückchen Fleisch dazu. Bis zum Dinner am Abend dauert es noch. Aber die Landfrauen sind immerhin schon kurz vor dem Ziel. Ich bin total aufgeregt. Und ich
freue mich auch ganz arg, dass es jetzt endlich soweit ist. Denn schon geht's die letzte Anhöhe hinunter. Genau. Wow. Top, die Bremsen funktionieren. So, jetzt können Sie kommen. Okay, und erzähl mir doch was. Sehr schön. Wow. Hey. Hey. Wer ist die Bäuerin? Die Anja. Andreas, ganz Gentleman, öffnet die Tür. So, meine Damen, aussteigen bitte. Hallo. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ich bin die Ursula und komme aus dem Nordschwarzwald. Schön. Hallo. Hallo. Anja, Kerstin von der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Anja. Ich bin die Anja aus Milgau. Ja. Freu mich. Herzlich willkommen. Hallo, Anja. Hallo. Ich bin Isabella aus der Pfalz. Herzlich willkommen, Isabella. Danke. Hallo. Anja, ich bin die Silke von Saargau. Schön, dass wir da sind. Wir freuen uns schon riesig. Also, dass wir dann um die Ecke kamen mit dem Bus und haben die Familie vor deiner Haustür stehen gesehen und die waren auch alle begeistert am Winken. Da habe ich auch gedacht, oh, jetzt hat sie es auch so ein Stück weit geschafft, jetzt geht's los, jetzt kann sie uns kennenlernen und wir haben uns auch alle riesig gefreut. So, wer möchte anfangen? Wir wollen alle. Ja. Komm, aus der Reihe nach. Dann nochmal herzlich willkommen und auf einen schönen Tag. Genau. Ja. Oh. Oh. Zum Wohl. Auf euch. Ja. Anja hat eine super nette Familie mit ihren Kindern und das war also eine richtig nette Überraschung. Und ich darf mich jetzt verabschieden von euch. Ich übergebe euch jetzt an den Pius, der macht mit euch den Hofrundgang und ich verschwinde mit der Nicole in die Küche. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. Geh mal. Schauen wir uns mal um. So. Jetzt mache ich mich an die Tisch. Die gibt's als Vorspeise. Küchenfee Nicole schnippelt Gemüse für den Hauptgang. Die frischen Zutaten werden für die Soße zum Rinderfilet gebraucht. Noch wirkt das Küchenduo tiefenentspannt. Und jetzt kommt sie in die Form. Den Teig für die Mini-Quiche hat Anja aus Mehl, Eiern, Butter und Muskatnuss geknetet. Fürs Backen hat die Gastgeberin einen raffinierten Kniff parat. Den Teig in den Förmchen beschwert sie mit Maiskörnern auf Backpapier. Der Mais ist gut, dass der Teig unten bleibt und nicht so aufgeht. Das erschwert das Ganze. Das heißt dann blindbacken. Gut, ab in den Ofen. Bei 160 Grad wird der Quiche-Teig jetzt für 15 Minuten gebacken. Zeit, um sich dem Hauptgericht zu widmen. So, auf in die Pfanne. Das in Kräuter, Milch und Öl eingelegte Rinderfilet ist über Nacht gut durchgezogen. Kurz anbraten, damit das Fleisch später beim Garen nicht trocken wird. Oh, und was machen die Quiche? Die müssen dringend raus. Das Urteil der Köchin? Sieht gut aus, noch nicht so hart. Fein, dann ist ja im Ofen jetzt Platz für das Fleisch. Das Rinderfilet übergießt Anja wieder mit der Kräutermilchsoße. Nicole, ich brauche deine Hilfe. Nur das Grüne. Grüne. Das Besondere am Hauptgang, das Filet stammt von einem älteren Tier. Damit es trotzdem zart wird, hat Anja das Fleisch gut abhängen lassen und vor der Zubereitung lange eingelegt. Nun werde ein leckeres Fleisch. Die Gäste wissen immer noch nicht, was Anja für sie vorbereitet. Und auch bei Pius Hofführung erwartet sie eine Überraschung. Also ich bringe unsere gefährlichste Kuh. Extra unsere gefährlichste Kuh für euch. Ja. Die heißt Vera. Dann wird jetzt hier schon abströmen. Wer hat den einmal als erstes voll? Wer von euch hat noch nie gemolken? Eine Kuh gemolken? Ich. Mal hinstellen. So, wo soll ich melken? Und dann haben wir noch einen Eimer. Herr Olli. Vielleicht treffen wir ja. Und ich bleibe mal hier so. Ja, danke dir. Isabella hält Ziegen, die sie auch melkt. Aber an einen Kuhäuter hat sie noch nie Hand angelegt. Oh, jetzt werde ich mutig. Pass auf. Ups. Ja, super. Ja, also Isabella, wir haben 50 Kühe zu melken. Hier kann ich
jetzt beim Abendessen auf Wiedersehen sagen, oder was? So dumm wie ich war, musste ich natürlich mal wieder den Finger rausstrecken. Also durfte ich seine liebste und zahmste Kuh Vera melken. Ich, ganz ehrlich gesagt, war ich ganz froh, dass ich da nicht meine Künste irgendwie vorführen musste, sondern das, was die Isabella gemacht hat, übernommen hat. In der Küche steht der Grünkernsalat auf dem Programm. Anja reicht ihn als Beilage zur Mini-Quiche. Die Grünkerne hat sie über Nacht in Wasser eingeweicht und dann gekocht. Für den Salat gibt sie Trauben, fein gehackte rote Zwiebeln, zweierlei alten Gouda, Kardamom und reichlich Lauchzwiebeln dazu. Ach Mist, wir brauchen ja noch was. Ach du Schande. Wieder raus. Wir brauchen ja noch was für unsere Bohnen. Also wieder raus mit den Lauchzwiebeln. Und für die Quichefüllung. Genau. Und rein mit den gehackten Walnüssen. Dazu noch etwas Nussöl und den Saft einer Zitrone. Und das Beste kommt jetzt, den Pfefferminzsirup. Ganz wenig erstmal. So, kann Pfefferminztee werden. Das ist jetzt eine Eigenkreation. Ich habe schon mal Grünkernsalat gegessen, bloß habe ich das Rezept nicht. Und der hat mir so toll geschmeckt, dass ich das jetzt nachgebaut habe, das Rezept. Wir haben jetzt hier was vorbereitet. Eine kleine Milchverkostung mit drei verschiedenen Sorten Milch. Jetzt wird unser Geschmack drin geprüft. Ja, wird der Geschmack geprüft. Wir haben hier eine Haarmilch, eine ESL-Milch, also Extended Shelf Long Life. Länger haltbare Milch und eine Rohmilch. Ihr beratet als Gruppe, was ihr denn meint, welche Milch ist. Und dann hätte ich gern ein Ergebnis. Also drei verschiedene Sorten Milch gilt es zu erkennen. Ran an die Gläser. Milch A, B und C probieren. Und zur Sicherheit noch einmal von vorn. A, oder? A, mit A. Mhm. Sehr intensiv, ja. Ja. Richtig dicht, so. Mhm. Die Unterschiede mal wirklich von der Milch zu erriechen und zu erschmecken, das war hochinteressant. Absolut. So viel Kalorien. Sie sind uns einig. Die A ist diese Haarmilch. Wunderbare Haarmilch, ja. B ist die ESL. Mhm. Und C haben wir hier eine gute Rohmilch. Ja. Und da schreibt ihr dazu. Ja, oder? Das sagen. Oder? Ja. Oder? Ja. Fius? Vollkommen richtig. Ah. Super. Der Pius ist ein wirklich sehr bodenständiger, der weiß, was er macht. Er hat sehr viel Ahnung von seinem Geschäft, also von seiner Landwirtschaft und hat eine große Freude, hat auch Spaß an den Menschen. Und das hat man wirklich gemerkt. Er hat uns das auch vermittelt, hat uns richtig schön seine Arbeit sehr nahegelegt, was er tut. Boah, guck mal, die Gänseblümchen, die sind hoch. Wow, ganz unten abschneiden, ganz unten. Die Tischdekoration ist dran. Anja hat ein Konzept dafür. Ich habe mir als Deko eine ganz schöne Wiesenblumendekoration ausgedacht. Da soll Moos jetzt auf die Mitte vom Tisch kommen und in das Moos stelle ich kleine Vasen. Und die Blumen, die hier um den Hof herum wachsen, sollen dann einzeln in jede von den kleinen Vasen eingesteckt werden. Anja möchte, dass ihre Dinnertafel sommerlich und natürlich wirkt. Im Wald hat sie dafür Moos gesammelt und getrocknet. Mit den Blüten verwandelt sich der Esstisch langsam in eine festliche Blumenwiese. Zu guter Letzt die Bewertungskarten. Auch die fertigen Gastgeschenke bekommen einen Ehrenplatz. So, geschafft. Schön. Pius entführt die Gäste währenddessen zu einer kleinen Wanderung. Gehen wir mal durch.
Jetzt gehen wir zur Dicke. Vorsicht, hier gibt es ab und zu mal weiche Stellen. Das ist die Vera. Und, bist du nicht verbrellt von uns? Hä? Es geht zu einem ganz besonderen Plätzchen. Einer Kaffeetafel mit Panoramablick. Da haben wir ein bisschen einen Ausblick kreiert. Mein persönliches Highlight heute war das Picknick auf der wunderschönen Wiese mit dem herrlichen Ausblick. Ja, es war einfach schön. Super. Bitte Platz nehmen. Super schön. Hier ist ein ganz toller Platz hier oben. Alles in Oakraum. Kaffee und Kuchen, genau das Richtige jetzt. Ein schöner Abschluss mit einem super leckeren Rhabarberkuchen. Und die Kühe haben uns alle umringt und uns ganz genau zugesehen, was wir da zu schaffen hatten auf ihrer Weide. Super ausgewählt, der Platz hier. Wirklich genial. Sehr schön. Sehr schöner Platz. Während die Landladies entspannen, gehen die Dinnervorbereitungen in die heiße Phase. Nicole füllt den Quiche-Teig mit Schafskäse, Tomaten und Frühlingszwiebeln. Als Topping Creme fraiche mit Ei. Ich glaube, ich bin schon im Zeitplan, bis jetzt. Mal sehen, ob das weiterhin so gut läuft. Und dann toi, toi, toi. Also kurzer Tausch im Ofen. Fleisch raus, Quiche rein. Die sind in 15 Minuten servierfertig. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja. Also du darfst jetzt gleich essen. Dankeschön. Stimmt. Pius führt die Gäste schon mal an die Dinnertafel. Super. Was wir die Dinnertafel dann zu sehen bekamen, fand ich halt ganz toll, dass halt mit diesen Sachen, die wirklich hier rundherum wachsen, ob das aus Moos aus dem Wald war oder diese kleinen Blümchen, die jetzt überall sprießen, es ist gerade Frühling, es ist herrlich, dass das so schön angerichtet war einfach. Und hier haben wir ein kleines Gastgeschenk für euch, Milchkaramellen und ein Milchlikör. Oh, alles zum Thema Milch. Das dürft ihr euch nachher hier mitnehmen. Dankeschön. 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 Also da freue ich mich jetzt schon drauf, das zu genießen. Weil Karamell esse ich sehr gern. Und ich denke, meine Familie auch. So, hier habe ich einen kleinen Erfrischungstrunk zur Vorspeise. Einen Riesling, biologischer Anbau aus der Region. Jawohl, gerne. Rein. Und dann wünsche ich euch viel Vergnügen und guten Appetit. Danke. Jetzt wird's ernst. Der erste Gang kommt auf die Teller. Wie war das denn? Kisch nach unten, gell? So. Schauen wir mal, kannst du den Salat vorher schon mal probieren? Mhm. Dann kann ich den schon einfüllen. Mhm. Damit ist der Grünkernsalat abgesegnet und kann angerichtet werden. Marzipan hält die Schälchen fest. Dazu serviert Anja einen bunten Ackersalat mit Wildkräutern. Essbare Blüten sorgen für Farbtupfer auf den Tellern. Noch ein Hauch Walnussöl, fertig. So, jetzt komme ich endlich. Jetzt gibt's den Salat. Ich habe einen Ackersalat mit Wildkräutern. Und ein Mini-Kisch in der Mitte. Sehr schön, wunderbar. Und ein Grünkernsalat. Schön, dass du mich auch endlich zu uns hörst. Ja. Ja. Ich muss mich wechseln. Oh. Oh. Dann lasst es euch schmecken. Danke schön. Sehr lecker. Das sieht echt super gut aus. Genial. Darf man auch mit dem Pastetchen anfangen? Der Frühling auf dem Teller, was will man eigentlich mehr, oder? Ja. Mhm. Ja. Erster Eindruck, die Gäste sind begeistert. So, dann können wir ja auch anstoßen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Endlich ist die Sechserrunde komplett. Zur Vorspeise hatte man ein passender Riesling aus Baden, was natürlich sehr gut uns in die Vorspeise hineinbegleitet hat, mit einem angenehmen Säurespiel und sehr schöner Frucht, die nicht zu dominant war. Ich liebe Grünkern. Also Grünkern, das liebe ich richtig gern, mache ich auch selber gern in Speisen und es war sehr fein. Klingt gut. Ob Anjas Vorspeise allen Landfrauen geschmeckt hat?
Die Bewertungen werden es zeigen. Maximal 10 Punkte können pro Gang vergeben werden. Zur Hauptspeise, die Kartoffelrösti, sind dran. Hoffentlich gelingen die. Oh, oh, oh. Jetzt wird's aber heiß hier. Ach du lieber Himmel. Jetzt wird's. Als Beilage zum Rinderfilet serviert Anja Bohnen im Speckmantel, zweierlei Spargel und ausgebackene Käserösti aus geriebenen Kartoffeln und Gouda. Weiter geht's mit dem Dessert. Was ist eigentlich Anjas heikelster Gang? Bei dem Menü habe ich am meisten Respekt vor dem Pfitzauf. Das ist so ein ganz altes schwäbisches Rezept, was ich auch noch nie so oft gemacht habe. Und obwohl ich die gleichen Zutaten habe, die gleichen Gefäße, es wird jedes Mal anders. Hoffentlich klappt's heute. Der Pfitzaufteig besteht aus Eiern, Mehl und, ganz wichtig, unbehandelter Milch. Beim Backen soll er aufgehen wie ein Soufflé. Und im Idealfall ist die schwäbische Eierspeise innen hohl. Bei 220 Grad kommt der Teig für 30 Minuten in den gut vorgeheizten Ofen. Schnell zurück zum Hauptgang. Der Spargel kann gleich ins heiße Wasser und das Rinderfilet ist schon bereit. Ein spannender Moment für die Köchin. Wie ist es denn nun geworden, das Herzstück des Menüs? Das Fleisch ist wunderbar geworden und da bin ich sehr erleichtert. Die Köchin reicht zweierlei Soßen zum zartrosa Filet. Die Milchsoße, in der das Fleisch eingelegt war, hat Anja abgeseiht und sämig gekocht. Die dunkle Soße hat sie mit viel Gemüse angesetzt und mit Rotwein abgelöscht. Ein letzter Kontrollblick. Gut. Und auf zum Servieren. Super. Es duftet. So, jetzt kommt der Hauptgang. Mit Spargel dabei. Das sieht ja lecker aus. Ich wünsche einen guten Abend. Danke. Anja, was hast du noch Leckeres gekocht? Ja, ihr seht hier ein Rinderfilet in Milchsoße mit Käserösti und Bohnen und ein bisschen Spargel. Lecker, sehr lecker. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Das lassen sich die Landfrauen nicht zweimal sagen. Genussvolles Schweigen. Für die Köchin das schönste Lob. Also das Filet ist vorzüglich. 1A auf den Punkt gegart. Traumhaft. Sehr fein. Sehr lecker. Ja, und das Fleisch, das stammt von unserer Kuh, von einer älteren Kuh. Ehrlich? Ja, das muss man nur einfach gut bearbeiten und dann wird das richtig gut. Wow. Ja. Ja, wir haben es erstmal sehr lang abhängen lassen und dann eben sehr lang in Milch eingelegt und ganz lange garen lassen. Mhm. Wie drehen die Temperaturen? Mhm. 150 oder? Bei 50 Grad. 150? Nee, 50. 50 Grad? Und wie lange? Zwei Tage? Nein, zwei Stunden. 50 Grad, zwei Stunden? Kannst du es jetzt genießen nach der ganzen Arbeit, die du hattest? Ja, total. Also ja, ich fühle mich gerade gut. Aber deine Mühe hat sich gelohnt. Mhm. Ja, alles gut. Ja. Schön. Ja, liebe Anja, ich denke, jetzt wird es Zeit, auf das bisher so leckere Menü anzustoßen. Mhm. Ja, danke. Als tolle Gastgeberin. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Große Erleichterung bei der Köchin. Zwei Gänge sind schon mal geschafft. Oh, schau mal. Ja, schau. Alles leer. Ja. Jetzt geht's dann besser. Ja. Auf zur zweiten Bewertungsrunde. Konnte Anja mit ihrem Rinderfilet in Milchsoße beeindrucken? Jede Frau gibt ihr Votum ab. Also am meisten begeistert hat mich der Hauptgang. Ich liebe das Würzige, das Deftige sehr. Vor allen Dingen das Filet, das Rinderfilet. Das war sowas von auf den Punkt. Was mir persönlich ganz super geschmeckt hat, waren diese
Käse, Reibekuchen. Die habe ich so noch nie gehabt. Und die waren richtig, richtig lecker. Genial. Werde ich auch ausprobieren. Ganz bestimmt. Der Moment der Wahrheit für das heikle Dessert ist gekommen. Der Fitz auf, der sieht ganz gut aus. Und nachher, wenn ich ihn esse, werde ich dann merken, ob er gelungen ist. Zum Fitz auf serviert Anja Quittencreme im Glas. Als Deko platziert sie Himbeeren und Melisseblättchen. Ein schwäbisches Rezept in neuem Gewand. Damit auf dem Weg zur Dinnertafel nichts vom Teller rutscht, nutzt Anja wieder den Marzipantrick. So, jetzt wird's spannend. Noch einen Moment und dann stürzen wir die Pralinen raus. Die Quittenpralinen sollen das i-Tüpfelchen auf dem Dessertteller sein, wenn sie denn aus der Form wollen. Mal schnell die. Schwer in den Griff zu kriegen, die kleinen Hingucker. Jetzt verweigern sie auch noch ihren vorgesehenen Platz. Na bitte. Also Anja ist jetzt ganz entspannt und zuversichtlich. Und ja, jetzt ist es geschafft. Jetzt kann sie entspannt den restlichen Abend mit den Damen genießen. Start frei für den süßen Abschluss. So, auf geht's. Auch schön, dass du da bist. Schau, jetzt du mir das mit rausnehmen. Den da noch? Super. Oh, Lapptisch. Oh, Lapptisch. Oh. Oh. So, auf in die letzte Runde. Wow. Oh. Hast du dir eine Arbeit gemacht? Wahnsinn. Wow. Ein richtiges Kunstwerk. Super. Wahnsinn. Oh, ist das klasse. Ja. In der Mitte seht ihr Quittenpralinen. Daneben gibt es ein Quittencreme auf Schokobiskuit und ein Fitz auf. Was Anja gemacht hat, sie hat den Fitz auf nicht in so einer normalen Fitz auf Form, die eigentlich höher ist. Und der Fitz auf muss so rauswachsen wie so ein Blumengewächs. Sondern in einer ganz kleinen Form hat sie es präsentiert. Und das habe ich vorher nie so gesehen und fand ich ganz tolle Idee. Andächtig probieren die Frauen erste Bissen. Um die Köchin herum nur zufriedene Gesichter. Also mein Favorit von den Gängen her war eigentlich der Nachtisch. Der war echt Wahnsinn. Also da habe ich mich erst fast nicht getraut, ranzugehen, weil das alles so perfekt aussah. Die Nachspeise war der absolute Knüller. Also da fehlen mir die Worte. Es war fantastisch. Das kann sich hören lassen. Anjas Sorge, das Dessert zu verpatzen, war unberechtigt. Ob sich das auch in einer hohen Gesamtpunktezahl widerspiegeln wird? Gleich wird ausgezählt. Ich sammle jetzt die Karton. Hey, Finn! Hey. Nichts geht mehr. Die Köchin, die am Ende die meisten Punkte hat, wird Siegerin der Lecker-aufs-Land-Partie durch den Südwesten. Danke schön und tschüss. Danke, tschüss. Anja hat sich als erste Köchin 127 Punkte erkocht. Damit legt sie ordentlich vor. In jedem Fall ist ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Zufriedene Gäste. Ob die anderen mithalten können? Das, was die Anja heute da gezaubert hat, ob das jetzt auf der optischen Seite, also wie es angerichtet war oder auch geschmacklich, war schon die Latte ganz schön oben angelegt, glaube ich. Also da können wir jetzt alle uns ins Zeug legen, um da hinterher zu kommen. Ich habe zwei Dinge, auf die ich mich ganz arg freue. Jetzt noch ein bisschen hinzusitzen mit den Frauen und noch ein bisschen zu quasseln. Und dann freue ich mich auf mein Bett. Ganz arg. Und gequasselt wurde. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Das baldige Wiedersehen findet in der Pfalz bei Isabella Stewart statt. Das nächste Mal kommen die Landfrauen zu mir und ich werde eine internationale Küche mit regionalem Touch vorbereiten.